freigeben mit Ton. Dann solltet ihr jetzt gleich eine blaue Slide sehen, wenn alles gut geht. Es hat sich noch nicht umgestellt. So, jetzt aber. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es klappt. Jetzt erstmal ein kleines Filmchen zur Einstimmung. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Seit 2005 gibt es den EU-Emissionszertifikatehandel. Doch noch nie waren die Emissionen so hoch wie heute. Auch die Verteuerung durch den neuen CO2-Preis ist nicht die Lösung. Einige werden es auf ihren Konten kaum spüren, anderen wird es in ihren Portemonnaies fehlen. Für beides gilt: Die zusätzlichen Kosten sind nur ein Bruchteil des Gesamtpreises. Der CO2-Fußabdruck wird dadurch kaum sichtbar und lässt sich deshalb mit Geld allein nicht darstellen. Stell dir vor, du bekommst die Summe aller CO2-Emissionen eines Produktes angezeigt und kannst so direkt das klimafreundlichere Produkt an seinem CO2-Fußabdruck erkennen. Stell dir vor, dass es dafür ein separates Emissionspreisschild gibt und dass du diesen Preis in der CO2-Währung Eco bezahlst. Stell dir vor, dass alle diese Währung in gleicher Höhe als persönliches, monatliches, ökologisches Grundeinkommen erhalten. Und dass du dieses Kontingent handeln kannst. Was wäre, wenn wir damit erreichen könnten, dass das Klimaziel eingehalten wird? Und dies zuverlässig, sozial und gerecht. Und du frei darüber entscheiden kannst, welche Wünsche du dir mit deinem Budget erfüllst. Werde Eco-Botschafter und hilf uns, die Klimawährung in die öffentliche und politische Debatte zu bringen. Sprich mit Familie, Freunden und Kollegen darüber. Erzähle deinem Wahlkreisabgeordneten davon und werde so ein entscheidender Teil des Systemwechsels. Ja, wir möchten die Frage stellen, was wäre, wenn wir eine CO2-Bepreisung hätten, die sämtliche Emissionen entlang der kompletten Wertschöpfungskette abdeckt, diese transparent darstellt und sozial und gerecht abrechnet. Wir behaupten, dass man damit ein festgelegtes Emissionsziel auch garantiert einhalten kann. Um dies umzusetzen, braucht es die Einführung der CO2-Währung Eco als ökologisches Grundeinkommen und separates Emissionspreisschild. Unser Ziel ist also weg vom Klein-Klein. Uns geht es um einen gesamtgesellschaftlichen Lösungsansatz auf systemischer Ebene. Ja, wir möchten euch also dazu einladen, euch für die nächsten 20 Minuten gedanklich von den gegenwärtigen Strukturen zu verabschieden und euch bitten, euch im Kopf freizumachen, unvoreingenommen zurückzulehnen, das Gehörte erstmal wirken zu lassen und euch auf eine neue Perspektive einzulassen. Ja, wer steckt hinter dieser Idee? Das sind wir beide, Angela und Jens. Wir sind die Gründer und Vorstand der Klimaschutzinitiative Safe Climate Earth. Jens arbeitet als IT-Ingenieur bei der Flugsicherung und ich bin Produktmanagerin, arbeite aber mittlerweile Vollzeit ehrenamtlich für den Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich vor 2 Jahren gegründet hat, und seit letztem Jahr sind wir von der Europäischen Kommission auch als EU-Klimapaktbotschafter zertifiziert.
Wir alle konsumieren. Der damit verbundene Ressourcenverbrauch sprengt zunehmend die planetaren Grenzen. Aber was sind die Gründe, warum wir das Problem nicht nachhaltig lösen? Grundsätzlich haben wir drei wichtige Figuren in diesem Spiel: uns Bürger, die Industrie und die Politik. Nun könnte man sagen, soll doch erstmal die Politik die Industrie reglementieren, aus deren Schornstein kommen doch schließlich die klimaschädlichen Gase. Diese Denke greift allerdings viel zu kurz, denn man sollte nicht übersehen, die Industrie produziert nicht zum Selbstzweck, sondern letztendlich für unser aller Konsum. Sie produziert das, was wir kaufen. Und zur Wahrheit gehört auch, ihr primäres Interesse ist Wachstum und Profit und nicht Klimaschutz. Was ist mit uns Bürgern bzw. Konsumenten? Sicherlich erkennen die meisten von uns die Gefahren des Klimawandels und auch den nötigen Handlungsbedarf. Aber spätestens, wenn dies zu persönlichen Einschränkungen führt, reduziert sich unsere Akzeptanz und die Bereitschaft zur Mitwirkung. Es fehlen uns auch schlicht die klimafreundlichen Konsumalternativen in ausreichendem Maß. Die Politik als Gesetzgeber wiederum ist auf Massenzustimmung und Machterhalt aus. Sie sieht sich in Sachzwängen verhaftet und bedient im Wesentlichen ihre wirkmächtige Klientel. Deshalb braucht es ein Modell, das all diese Interessenkonflikte berücksichtigt und dennoch dazu in der Lage ist, die Emissionen im erforderlichen Umfang zu senken. Vielen ist die Dimension der erforderlichen Einsparungen auch nicht ansatzweise bewusst. In Deutschland liegt der durchschnittliche CO2-Verbrauch pro Person und Jahr bei ca. 9,7 Tonnen. Um die Klimaziele einzuhalten, müssen wir aber auf unter 2 Tonnen kommen. Das entspricht einer Reduktion um ca. 80%. Dass dies mit Einschränkung und Verzicht nicht zu bewältigen ist, liegt auf der Hand. Doch die derzeitigen Verteuerungsmaßnahmen der Politik setzen hauptsächlich auf Verzicht. Mit Verzicht schaffen wir aber keine realistischen Handlungsoptionen, damit wir Verbraucher klimafreundlich konsumieren können. Das wird nur funktionieren, wenn die Herstellungsprozesse unseres Konsums generell grüner und klimafreundlicher werden. Dabei ist es uns wichtig zu sagen, dass es beim Thema Klimaschutz niemals um Schuld gehen sollte. Also Schuld im Sinne von dein Konsum ist viel schlimmer als mein Konsum. Denn wir leben alle innerhalb dieses Systemdesigns, das die gegenwärtigen Zustände ermöglicht hat. Die Lösung kann daher nur darin bestehen, dass die verwendeten Energieträger für Verkehr, private Haushalte, industrielle Prozesse, ja, für Konsum im Allgemeinen klimaneutral werden. Technisch möglich ist dies bereits. Es scheiterte bisher allerdings an der Wirtschaftlichkeit, denn fossile Energieträger sind schlicht zu billig, weil die Folgekosten immer noch nicht korrekt eingepreist werden. Mit den Auswirkungen dieser Kosten dürfen sich dann die nachfolgenden Generationen auseinandersetzen. Ein schwerwiegender Systemfehler zulasten unserer Kinder. Leider gibt es immer noch zu wenig Konzerne, die von selbst auf grünere Prozesse umstellen. Viele können trotz des Zertifikatehandels immer noch sehr günstig die schädlichen Gase emittieren. Sie haben also im gegenwärtigen System kaum Anreiz, in grüne Technologien zu investieren. Momentan verwendet der Gesetzgeber zwei Werkzeuge, um die Emissionen zu begrenzen: den europäischen Emissionszertifikatehandel und die CO2-Steuer. Den EU-ETS gibt es schon seit 2005, doch die Emissionen steigen von Jahr zu Jahr und waren noch nie so hoch wie heute. Das liegt zum Teil auch daran, dass in der Vergangenheit 80% der Zertifikate kostenlos abgegeben wurden, damit die Industrie nicht in Drittländer abwandert. Konsum teurer und dadurch unattraktiver zu machen, wie durch die CO2-Bepreisung, bedeutet aber nicht auch automatisch deutlich weniger Emissionen als Folge. Für beides gilt, nicht alle Sektoren sind eingebunden, sodass nicht die Gesamtheit der CO2-Emissionen abgebildet wird. Denn CO2-Zertifikate müssen derzeit nur von Großemittenten gekauft werden, sodass hier nur ca. 40% aller Treibhausgase in der EU erfasst sind. Und die CO2-Bepreisung, die wir gemeinhin als CO2-Steuer bezeichnen, die gilt momentan nur für Heiz- und Benzinkosten. Außerdem wird die Wirksamkeit dieser beiden Systeme konterkariert. Denn durch Subventionen wie zum Beispiel die Strompreiskompensation oder die Erhöhung der Pendlerpauschale
wird das Einsparpotenzial wieder zunichte gemacht. Außerdem werden bei beiden Systemen einkommensschwächere Haushalte überproportional finanziell belastet, weswegen die Verteuerung von vielen auch als ungerecht empfunden wird. Der größte Nachteil ist allerdings die fehlende Transparenz. Denn der CO2-Aufpreis wird an uns Verbraucher weitergereicht und schlägt sich auf den Gesamtpreis nieder. Der CO2-Fußabdruck wird dadurch aber kaum sichtbar. Denn der Gesamtpreis einer Sache setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Der Anteil an CO2-Steuer bzw. Zertifikatspreis ist dabei nur einer von vielen. Man hat als Konsument also gar nicht die Möglichkeit, Produkte hinsichtlich ihrer Klimaschädlichkeit miteinander zu vergleichen. Außerdem kann man Dinge teilweise wirtschaftlich sehr günstig herstellen. Doch oft wird dies von der Natur teuer bezahlt. Und eben diese ökologischen Folgekosten sind in unserem Konsum bisher kaum eingepreist. Zudem ist Geld prinzipiell grenzenlos verfügbar und daher ungeeignet, um eine begrenzte Ressource damit zu bezahlen. Die Geldmenge hat sich übrigens seit der Einführung des Euro bereits vervierfacht. Deshalb braucht es ein Abrechnungsmodell, das zuverlässiger und gerechter funktioniert und dennoch die Grenzen des Planeten berücksichtigt. Und an dieser Stelle zitieren wir dann gerne den Albert Einstein, der kam auch eben schon im Video vor, der schon gesagt hat, dass man Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen kann, durch die sie entstanden sind. Deswegen braucht es eine andere Lösung, nämlich eine zusätzliche Kohlenstoffressourcenwährung. Wir nennen sie ECO. ECO, das steht für Earth Carbon Obligation, also die Verpflichtung, mithilfe einer budgetierten CO2-Währung nur noch so viel Emissionen auszustoßen, dass das Klimaziel eingehalten werden kann. Der ECO bringt dann ganz nach dem Verursacherprinzip den Emissionshandel auf die persönliche Ebene und ist so konzipiert, dass er unseren Treibhausgaskonsum lückenlos erfasst, transparent abbildet und gerecht abrechnet. Das Konzept dieser persönlichen handelbaren Emissionskontingente basiert übrigens auf dem Prinzip des Personal Carbon Trading. Wir haben es weiterentwickelt zu CAP, Personalize and Trade. Im Gegensatz zum Jahr 2009, als der persönliche Budgetansatz noch nicht vollständig ausgereift war, existiert nun ein Lösungsansatz, der initial in der EU und möglichst vielen weiteren Ländern der Willigen als möglichst große Kohlenstoff-Ressourcen-Währungsunion eingeführt werden könnte. Auch die Handelsschnittstellen zum Rest der Welt bezüglich Import und Export von fossilen Energieträgern und auch Waren sind ebenso berücksichtigt. Der ECO ist übrigens ein Klimagas-Abrechnungsmodell, das nicht nur sämtliche CO2-Emissionen abbildet, sondern auch auf andere klimaschädliche Gase erweiterbar ist, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstehen. Und wie sich dieser ökologische Preis unseres Konsums bildet, dazu möchten wir euch auch gerne noch mal ein kurzes Video zeigen. Wie kommt eigentlich der Ecopreis zustande? Das erklären wir anhand von Erwin und Lisa. Beide möchten sich ein Dingster kaufen. Erwin kauft sein Dingster in Geschäft A, Lisa kauft das gleiche Dingster in Geschäft B. Beide Dingster haben aber unterschiedliche Ecopreise. Wie kann das sein? Dazu schauen wir uns an, wie beide Dingster hergestellt wurden. Zuerst musste dazu Kohle, Öl oder Gas gefördert werden. Daraus wurde das Material gewonnen und die Energie für die Produktion erzeugt. Erwins Dingster wurde überwiegend mit fossilen Energieträgern produziert, während für die Herstellung von Lisas Dingster ein großer Teil der Energie regenerativ gewonnen wurde. Erwins Dingster kam mit dem Flugzeug aus Fernost, wohingegen Lisas Dingster einen viel kürzeren Weg hatte, weil regional hergestellt. Das Geschäft, in dem Erwin einkauft, bekommt seinen Strom noch aus Kohlekraftwerken geliefert. Lisas Geschäft aber setzt schon lange auf grüne Energie aus Windkraft und Solar. Wenn du weißt, dass der ECO das CO2-Äquivalent abbildet, also die Summe aller entstandenen CO2-Emissionen, was glaubst du, wer von den beiden weniger ECO für sein Dingster bezahlt?
Ja, mit dem Eco wird also der ökologische Fußabdruck aller Waren und Dienstleistungen für uns sichtbar. Erst so sind wir überhaupt in der Lage, Produkte hinsichtlich ihrer Klimaschädlichkeit miteinander zu vergleichen und auf einen Blick zu erkennen, welches das klimafreundlichere ist. Denn kleiner Eco-Preis bedeutet weniger CO2-Emissionen. Der Eco nutzt also die Macht der Konsumenten, indem er das Steuerungspotenzial und die Verantwortung für Klimaschutz komplett in die Hände aller Verbraucher legt. Klimaschädliche, also eco-teure Produkte, verkämen nämlich zu Ladenhütern, sodass sich die Industrie ganz automatisch auf grünere Prozesse umstellen müsste, um nicht auf ihren Waren sitzen zu bleiben. Der Eco soll als ökologisches Grundeinkommen allen Bürgern in gleicher Höhe zur Verfügung stehen. Wir alle erhalten also monatlich ein kostenloses, persönliches Emissionsguthaben, über das wir frei verfügen können. Dieser Betrag steht dann jedem auf einem separaten Klimakonto zum individuellen Verbrauch zur Verfügung. Auch an dieser Stelle nochmal ein kurzes Video zum besseren Verständnis. Wie kommt eigentlich das Eco-Budget zustande? Eine CO2-Währung als ökologisches Grundeinkommen. Jeder Mensch darf ca. 2 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren, damit die Klimaziele eingehalten werden können. Den genauen Wert legen Wissenschaftler immer wieder aufs Neue fest. Damit wir dieses Budget nicht überschreiten, braucht es ein cleveres Abrechnungssystem. Wir nennen es ECO. ECO steht für Earth Carbon Obligation. Wie das funktioniert, erklären wir anhand von Erwin und Lisa. Beiden stehen also 2 Tonnen CO2 pro Jahr zur Verfügung, genauso wie all den anderen Erwins und Lisas. 2 Tonnen CO2 pro Jahr entsprechen 166 Kilogramm CO2 pro Monat. 1 Kilogramm CO2 kostet 10 Eco. Folglich bekommen also alle Erwins, alle Lisas und natürlich auch alle anderen monatlich 1660 Eco kostenlos auf ihr Klimakonto überwiesen. Damit bezahlen sie die CO2-Emissionen, die mit ihrem Konsum verbunden sind. Und wenn ihr jetzt gerne wissen möchtet, wie der Eco-Preis für den ökologischen Fußabdruck der Produkte zustande kommt, dann schaut euch das nächste Video an. Ja, das kennt ihr ja schon. Deswegen machen wir hier an der Stelle direkt weiter. Der Eco, der kann nämlich auch gehandelt werden. Und das kommt eben vor allem einkommensschwächeren Haushalten und Bürgern ärmerer Länder zugute, die generell aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation weniger CO2-Konsum betreiben. Bei der Klimabörse kann dann also jeder seinen nicht benötigten Eco an andere Privatpersonen gegen Geld verkaufen. Damit das Gesamtbudget an Emissionen aber nicht überschritten wird, können Eco immer nur dann hinzugekauft werden, wenn auch gleichzeitig jemand anderes seine Eco zum Verkauf anbietet. Der Preis für den Verkauf und Ankauf, der richtet sich nach marktwirtschaftlichen Regeln und wird dann automatisch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Eco bewirkt auf diese Weise eine ausgleichende soziale Gerechtigkeit, weil mehr Verbraucher den Geringverbrauchern direkt einen finanziellen Ausgleich zahlen. Hinzugekaufte Eco werden übrigens digital markiert, um Preistreiberei durch Spekulation zu verhindern. Zusätzlich erworbene Eco können demnach also nicht weiterverkauft werden, sondern ausschließlich selbst verbraucht. Und die Industrie, die ist von diesem Handel ganz bewusst ausgeschlossen, um Manipulationen bei der Eco-Preisgestaltung zu verhindern. Für sie ist der Eco ein reiner Durchreichposten, ähnlich der Mehrwertsteuer. Und warum der Eco-Preis an allen Waren und Dienstleistungen deswegen immer automatisch richtig und sicher vor Manipulation ist, erklärt der letzte kurze Clip. In diesem Video erklären wir, warum der finale Eco-Preis immer automatisch richtig und manipulationssicher ist. Vielleicht weißt du ja bereits, dass der Eco-Preis entlang der Wertschöpfungskette gebildet wird, ohne dass es eine Bilanzierung durch einen Drittanbieter bedarf. Denn der Eco summiert sich von der Förderung der fossilen Primärenergieträger bis zum fertigen Produkt im Regal automatisch auf. Schauen wir uns das nun mal exemplarisch an, wie die Kalkulation des Eco-Preises bei der Produktion von Waren aussieht. Der
Produzent bekommt die Eco-Preise für die benötigten Materialien und Rohstoffe von den Vorstufen in Rechnung gestellt. Diese addiert er interpretationsfrei auf und teilt die Summe durch die hergestellte Stückzahl. So erhält jeder Artikel seinen sehr genauen Eco-Preis. Warum das den Eco so manipulationssicher macht, erklären wir anhand der beiden Fabrikanten Herrn Groß und Frau Klein. Fabrikant Groß überlegt sich, seine Waren mit zu hohen Eco-Preisen auszuzeichnen. Doch ein Eco-Überschuss wäre nachteilig für seine Firma, denn er kann ihn nicht kapitalisieren. Die zu viel eingenommenen Eco kann er nicht an der Klimabörse verkaufen, weil die Industrie vom Eco-Handel ausgenommen ist. Außerdem bedeuten höhere Eco-Preise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz. Denn wir VerbraucherInnen glauben ja nun, dass seine Waren viel CO2 verbraucht haben und kaufen die eco-günstigere Variante des Mitbewerbers. Indes erhofft sich Fabrikantin Klein, dass sie sich durch unrealistisch niedrige Eco-Preise einen Vorteil verschaffen kann. Doch diese Rechnung geht auch nicht auf. Sie würde ihre Waren zwar besser als die Konkurrenz verkaufen, aber da sie zu wenig Eco einnimmt, wird sie die Eco-Rechnungen ihrer Vorlieferanten bald nicht mehr bezahlen können. Beide müssen schnell einsehen, dass nur eine korrekte Bepreisung zielführend ist. Jetzt weißt du, warum der Eco-Preis von Waren und Dienstleistungen sehr manipulationssicher ist, die Summe aller CO2-Emissionen angibt, keine CO2-Berechnungen durch externe Dienstleister benötigt und ein weiterer Vorteil dieses Abrechnungssystems ist, dass auch kleine Veränderungen innerhalb der Wertschöpfungskette sich sofort und transparent auf den Endpreis der Waren auswirken. Schau dir auch gerne unsere anderen Videos an, wie das Eco-Budget und der Eco-Preis entsteht. Ja, die kennen wir ja nun schon. Hier in der Grafik haben wir mal die Konsum-Ressourcenkette dargestellt, um zu zeigen, dass der Eco in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Ganz oben steht die Klimabank, die das ökologische Grundeinkommen auf unsere privaten Klimakonten überweist, dargestellt durch den grünen Pfeil. Von hier aus fließt der Eco nun durch die gesamte Wertschöpfungskette wieder zurück an die Klimabank. Der Prozess beginnt, wenn wir unseren Einkauf bezahlen. Der Preis setzt sich aus allen Eco-Kosten zusammen, die während der kompletten Wertschöpfungskette angefallen sind. Von der Förderung der fossilen Energieträger, der Materialgewinnung, über die Produktion, den Transport bis hin zum Vertrieb. Jedes einzelne Glied des Herstellungsprozesses zahlt mit den eingenommenen Eco seine Zulieferer. Die staatliche Kontrolle muss hier ausschließlich am Flaschenhals der Wertschöpfungskette folgen, nämlich bei der Förderung der Primärenergieträger. Ordnungsrechtlich muss lediglich überprüft werden, dass die Unternehmen entsprechend der Fördermengen korrekte Eco-Beträge abführen. That's it. Man stelle sich einen Transformationsprozess vor, der sich selbst ausregelt, ohne dass man weitere politische Entscheidungen treffen muss. Hier haben wir die Preisbildung des Eco grafisch dargestellt. Der Eco-Preis bildet sich automatisch entlang der Wertschöpfungskette und startet bei der Förderung der fossilen Energieträger da oben. Denn die spezifischen Mengen an CO2, die durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entstehen, werden mit Beginn der Förderung durch den Eco auf jeder Rechnung ausgewiesen. Diese CO2-Äquivalente sind wissenschaftlich eindeutig definiert und dem Eco-Preis abgebildet. Somit muss kein Glied der Wertschöpfungskette seine Emissionen bilanzieren. Der Gegenwert von 10 Eco für 1 Kilogramm CO2 wird mit Beginn der Lieferkette übermittelt, zu den verschiedenen Teilnehmern weitergereicht und interpretationsfrei aufaddiert. Diese Summe bildet exakt und manipulationssicher die Menge an CO2 ab, die mit dessen Herstellung entstanden ist. Auch die kleinste Veränderung innerhalb der Wertschöpfungskette wirkt sich sofort und transparent auf den Eco-Preis am Endprodukt aus, den wir als Konsumenten bezahlen. Ja, das Limitieren, Rationieren und Personalisieren von Klimagasemissionen
könnte also ein wirkungsvoller Weg sein, um die Klimaziele einzuhalten und das Gesamtemissionsbudget nicht zu überschreiten. So, zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale des ECO und dessen konzeptionelle Überlegenheit gegenüber der CO2-Steuer und dem europäischen Zertifikatehandel. Der ECO ist das einzige System, das sämtliche CO2-Äquivalente erfasst, die entlang der kompletten Wertschöpfungskette entstehen. Somit bietet er eine 100%ige Abdeckung. Da er den Treibhausgasfußabdruck als Summe abbildet, erkennen wir direkt und auf einen Blick das klimafreundlichere Produkt. Eine Preismanipulation durch die Industrie ist ausgeschlossen, da diese nicht am klimabörslichen Eco-Handel teilnehmen darf und daher gar kein Interesse hat, ein Mehr an Eco zu erwirtschaften. Die soziale Komponente liegt darin begründet, dass nicht benötigte Eco gehandelt werden können und somit ein zusätzliches finanzielles Einkommen ermöglicht wird. Ja, und last but not least, der unschlagbare Gerechtigkeitsaspekt. Allen Bürgern steht eben das gleiche Emissionsbudget zur Verfügung. Das bedeutet maximale Entscheidungsfreiheit, allerdings innerhalb ganz klar gesteckter Grenzen für alle. Ja, was wir uns von euch wünschen, dass ihr das Potenzial des ECO erkennt, nämlich einen systemischen Wandel zu starten, dass wir Unklarheiten oder offene Fragen jetzt gleich in der nachfolgenden Diskussion ausräumen können, dass ihr vor allem anderen vom Konzept des ECO erzählt und es in euren Netzwerken verbreitet. Denn wir möchten den ECO in die politische Umsetzung bringen. Und dazu benötigt es eure Unterstützung für den notwendigen gesellschaftlichen Impact. Also nochmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt sind wir natürlich auf eure Fragen und eure Meinung gespannt. Mal schauen, ob überhaupt noch jemand da ist. So, jetzt sehen wir auch euch wieder. Ja, hallo. Gibt es aus dem Zoom-Meeting, aus dem Chat irgendwelche Fragen? Ja, ich hätte eine Frage. Ja, bitte? Fragen darf. Das klingt ja jetzt im ersten Überblick total überzeugend, aber es erschlägt einen auch so ein bisschen, weil ihr habt viele Details super gut erklärt in eurer Präsentation zwar, aber trotzdem kann man jetzt als Laie das gar nicht beurteilen. Funktioniert das? Und zwar tauchen da gleich zwei Fragen auf. Wie wird das Ganze denn eigentlich kontrolliert? Welche Instanz überprüft das im Detail? Und dann kann ich mir vorstellen, dass es in einem Binnenmarkt, in einem geschlossenen Markt gut funktioniert. Aber wie ist es denn jetzt international? Also beziehungsweise man Märkte hat, die nicht daran teilnehmen, wovon man ja ausgehen muss, dass es so sein würde. Ja, sehr richtig. Also du hast natürlich recht, das Thema erschlägt einen. Und deswegen haben wir ganz bewusst das Thema Import und Export beziehungsweise Handelsschnittstellen mit dem Rest der Welt hier an der Stelle ausgeklammert. Aber wir haben durchaus Antworten zu diesem Thema, wie man mit sinnvollen Border Adjustments halt eben die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern an das Konzept des ECOs adaptieren kann. Können wir gerne, wie spät haben wir es denn? Ja, können wir da jetzt noch drauf eingehen? Wir können ja erstmal schauen, was noch an Fragen sind. Und wenn wir genügend Puffer haben, rufen wir einfach mal so eine Folie auf und sagen was dazu. Ja, dann war da eine zweite Frage. Wer das alles kontrolliert? Genau. Ein Alleinstellungsmerkmal des ECO ist, dass es administrativ relativ unaufwendig ist, weil nur am Flaschenhals dieser gesamten Kette ordnungsrechtlich kontrolliert werden muss, nämlich bei der Förderung von Kohle, Öl und Gas. Nämlich nur da muss der Gesetzgeber schauen, dass auch die geförderte Tonne Kohle mit ihrem entsprechenden Eco-Preis an die Klimabank abgeführt wird. Ab hier pflanzt sich ja der Eco entlang dieser gesamten Kette automatisch fort. Und jedes Glied innerhalb dieser Kette hat ein ureigenes Interesse daran, die verauslagten Eco auch wieder durch den Verkauf seiner Produkte einziehen zu können, weil sonst bin ich pleite. Das funktioniert sehr analog zu Geld. Wenn ich also meinen Preis nicht korrekt kalkuliere in Geld,
dann bin ich irgendwann zahlungsunfähig und mit dem Eco ist es ganz genauso. Darf ich da kurz einhaken? Ja, sehr schön. Aber eine Nachfrage. Jetzt könnte es ja Produzenten geben, die da mogeln, also die vielleicht auf andere Weise ihr Produkt günstiger machen können und aber gar nicht diesen Eco-Aufschlag da quasi einpreisen. Ja, aber bei dem Produzieren kaufe ich ja Produkte von Vorstufen ein. So. Und all diese Produkte sind mit einem Europreis belegt, selbstverständlich, und zusätzlich mit einem Eco-Preis. Die muss ich ja bezahlen, wenn ich meine Produkte einkaufe von den Vorstufen. Und ich kann sie ja nur wiederbekommen, indem ich halt eben meine Endprodukte, die ich weitergebe, auch mit einem korrekten Eco-Preis auszeichne. Ist das ungefähr verstanden worden oder soll ich noch ein bisschen weiter ausholen? Ja, habe ich verstanden, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man da das austricksen könnte, indem man eben, der Eco-Preis wird ja doch nicht ausgewiesen. Wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, da steht auf der Packung nicht drauf, 3,95 Euro plus 23 Cent Eco. Doch, absolut. Darum geht es ja. Genau, so wird es. Der Eco ist ja nicht nur dein persönliches CO2-Budget, sondern er preist ja wirklich alles mit diesem zusätzlichen Emissionspreisschild in der Währung aus. Und dann ist es tatsächlich so, alles, was du kaufst, hat dann weiterhin den, wir bezeichnen ihn als ökonomischen Preis, eben in Euro. Und dann kommt jetzt dieser ökologische Preis in Eco noch dazu. Es hat also dann wirklich alles zwei Preise. Das eine wird in Euro bezahlt und das andere mit deinem persönlichen CO2-Budget. Weil nur dann habe ich auch die Transparenz als Endverbraucher und kann erkennen, was das Eco günstigere Produkt ist oder das klimafreundliche Produkt ist. Ja, ja, das ist genial, wenn das so funktionieren könnte, aber da kommt sie zurück auf meine Frage, wer kontrolliert das denn? Willst du? Ich kann es vielleicht noch mal in anderen Worten probieren. Ja, der Inhalt wird sehr ähnlich sein. Okay. In dem Moment, wo Kohle, Öl und Gas aus dem Boden rausgeholt werden, da weiß man ja, dass eben aus einem Kilogramm Kohle oder aus einem Liter Öl so und so viel CO2-Emissionen entstehen. Entschuldigung, an der Stelle blenden wir gerade nochmal eine Folie ein, die macht es vielleicht deutlicher. Ah, okay, gut, verstehe. Moment, dann gehe ich nochmal auf die Freigabe. Und dann gehen wir mal hier drauf. So, ja, das meintest du? Ja, das meinte ich. Seht ihr die Tabelle? Ja. So, da steht jetzt zum Beispiel links ein Kilogramm. In der zweiten Spalte kommt dann die Braunkohle. Ein Kilogramm Braunkohle bedeutet einen CO2-Betrag von 3,25 Kilogramm. Also wenn ich ein Kilogramm Braunkohle verbrenne, entstehen 3,25 Kilogramm CO2-Emissionen. Das ist unstrittig, das ist Tabellenbuchwissen und ja. So, also in dem Moment, wo das Zeug jetzt aus dem Boden kommt und der Förderer verkauft das, dann hat er auf seiner Rechnung eben nicht nur den Europreis stehen, sondern er gibt natürlich dann auch für ein Kilogramm CO2 32,50 Eco an. Und das muss er zwingend, weil er hat genau diesen Betrag bezahlen müssen an die Klimabank. Und er kann diese Eco nur bekommen, indem er sie von nachgelagerten Stufen wieder einfordert. Deswegen ist auch keinerlei Kontrolle notwendig. Und das macht dann eben auch die Manipulation so schwierig. Weil er hat ja nichts davon, wenn er jetzt statt 32 Eco nur 10 Eco verlangt, weil dann kann er ja seine Rechnungen nicht bezahlen, die er ja auch in Eco zusätzlich ausgepreist bekommt. Klingt noch nicht so überzeugt. Nicht ganz, ich muss das noch durchdenken. Okay. Und nur hier muss der Gesetzgeber kontrollieren, dass auch wirklich entsprechend der geförderten Menge Eco bezahlt wurden. Wenn das erfolgt ist, ist der komplette Weg durch die Value Chain transparent und stringent in sich geschlossen. Es gibt da keine Abzweige. Ja.
Also im gegenwärtigen System ist es einfacher zu manipulieren, gerade beim Zertifikatehandel. Der gilt ja nur für Betriebe größer 20 Megawatt Feuerleistung. Jetzt kann ich hergehen und kann meine Fabrik einfach auf dem Papier einrechnen und sagen, ich habe 2 mal 10 Megawatt. Dann falle ich unter diese Grenze und bin raus aus dem Zertifikatehandel zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder es ist auch so, wenn die mehr Emissionen emittieren, als sie eigentlich dürften, aufgrund der Zertifikatemenge, die sie eingekauft haben, ja, dann ist halt eine Strafgebühr fällig, aber das ist jetzt nicht so hoch, dass das irgendwie richtig wehtut, aber die Emissionen sind trotzdem in der Luft. Und hier beim ECO ist es eben so, es wird festgelegt, wie viel Emissionen eigentlich überhaupt nur noch produziert werden dürfen. Und nicht mehr und nicht weniger wird dann eben aus dem Boden geholt. Und genau so viel Eco sind dann eben auch nur im Umlauf, die eben genau diese Menge an Emissionen dann sozusagen kompensieren oder bezahlen können. Es ist nur noch eine einzigste Stellschraube notwendig, nämlich das Ausgabevolumen des Eco, weil der bestimmt letztendlich, wie viele fossile Energieträger gefördert werden können. All diese ordnungsrechtlichen, kleinteiligen Stellschrauben, die wir im heutigen System haben, sind überhaupt nicht mehr notwendig. Ich würde gerne mal noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe mir 3 Begriffe gemerkt, die ihr genannt habt. Das eine war, die Emissionen werden lückenlos erfasst. Es gibt eine interpretationsfreie Zuordnung und die Preise bilden sich automatisch. Alle 3 Aussagen halte ich für Fantasie. Die Emissionen können nicht lückenlos erfasst werden und sie sind auch überhaupt nicht interpretationsfrei zuzuordnen. Also ich mache Energiebilanzen und Prozesskettenanalysen seit 30 Jahren und ich weiß, wie schwierig das ist und wie diffizil bestimmte Prozesse ineinander verwoben sind. Das allereinfachste Beispiel ist zum Beispiel die Zuordnung von Energieflüssen bei einem simplen Blockheizkraftwerk ist nicht möglich. Es gibt keine physikalisch korrekte Zuordnung. Und die Frage, wie man das dann macht, ist dann eben eine Interpretation. Das heißt, das ist etwas, was dann derjenige, der darüber verfügt, entscheidet, wie er das zuordnet. Jedes Unternehmen, was nicht nur ein Produkt herstellt, sondern eine große Palette von verschiedenen Produkten, hat unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Materialien mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Dauer. Und alle diese Produkte haben dann natürlich zum einen sowieso schon unterschiedliche CO2-Lasten, die dann aber auch noch von der Tageszeit, von den verschiedenen Prozessstufen, die gerade laufen, abhängig sind. Also es kann sein, dass in irgendeinem Betrieb bestimmte Sachen vorwiegend produziert werden, wenn die aber gerade mal nicht produziert werden, sondern was anderes produziert wird, dann verschiebt sich die ganze Prozesskette zugunsten oder zu Ungunsten von einem anderen Produkt. Das können die nicht auseinander, das können die nicht auseinander dividieren. Es ist allein schon theoretisch nicht machbar und praktisch dann zu fordern, dass Unternehmen das machen sollten, das halte ich für einen kompletten Wahnsinn. Das wird in der Praxis so nicht funktionieren. Und die Frage ist dann, es kann sich einspielen, ja, es kann sich irgendetwas einspielen, aber dann ist es weder lückenlos, noch ist es interpretationsfrei und auch nicht automatisch, sondern dann entwickelt sich was an dem Markt. Man hat, damit höre ich dann auf erstmal, man hat in der Energiewirtschaft zum Beispiel bei Gas und auch bei den Stromnetzen sogenannte Bilanzkreise. Diese Bilanzkreise dienen dazu, festzustellen, was geht rein, was geht raus aus einem Netz. Und diese Bilanzkreise sind der Schlüssel dafür, wie bestimmte Sachen zugeordnet werden. Und das kann man in einem
geschlossene Netz, also in einem System, wo ich genau weiß, was geht rein, was geht raus, wo ich das exakt messen kann. Da kann ich sowas machen und dann ist das auch sehr wirkungsvoll, weil die ganzen Abrechnungen laufen über diese Bilanzkreise bei den Energieversorgungsunternehmen. Wenn es solche Bilanzkreise nicht gibt, beziehungsweise wenn die nur auf einer ganz globalen Ebene möglich sind, also wie viel Öl, wie viel Kohle, wie viel Gas geht sozusagen ins Land rein und wie viele Produkte werden erzeugt, dann ist dazwischen ein so großer Gap, wo man im Prinzip einfach keinen Bilanzkreis bilden kann. Und der Glaube, dass sozusagen die Klimabank das dann auf Null setzen kann, also dass die in der Bilanz dann das Positive und das Negative, also die Produktion und der Verbrauch, dass sich das dann irgendwie auf wundersame Art und Weise ausgleichen würde, das halte ich auch für sehr weit hergeholt. Und deswegen jetzt zum Abschluss meine Frage, wenn man ein solches Modell machen will und wirklich vorantreiben will, dann bräuchte es aus meiner Sicht Modellrechnungen dazu, also die nicht nur jetzt mal so ein paar Gedankenüberlegungen sind, sondern wirklich konkret an makroökonomischen Modellen sowas durchrechnen. Also wenn Universitäten oder Institute, die sich mit diesen Fragen, mit energiewirtschaftlichen Fragen oder auch mit Material- und Stoffströmen beschäftigen, wenn die sowas mal durchrechnen würden und kämen zu einem halbwegs passablen Ergebnis, dann fände ich, hat man eine Grundlage, um darüber zu diskutieren. Aber ohne, dass es solche Sachen gibt, ohne dass es eine Basis gibt für eine Berechnung, also ein Ergebnis dieses Modells, ist jeder weitere Schritt erstmal müßig, weil man wird Politik nicht überzeugen können mit ein paar Ideen, sondern dafür braucht es gerade für so ein sehr komplexes und vielschichtiges System, braucht es einfach die wissenschaftliche Grundlage dafür. Und diese wissenschaftliche Grundlage, die sehe ich im Moment nicht. Das ist jetzt sehr schwierig, auf deine 10-minütige Frage eine Antwort zu finden. Also grundsätzlich habe ich so herausgehört, dass es uns anscheinend nicht gelungen ist, dir wirklich die Wirkweise des Konzeptes gut genug zu erklären, weil ich hatte so das Gefühl, du konntest deinen Hut, deinen Gedanken nicht ablegen, wie heutzutage eben CO2 bilanziert wird und weil du immer von diesen Kreisläufen gesprochen hast. Das ist ja genau das, was Jens am Anfang sagte. Macht euch wirklich mal frei von dem, wie man heutzutage CO2-Bilanzen erstellt. Es ist eben ein Systemwechsel, was wir mit dem Eco propagieren. Und man kann das heutige System, wie es funktioniert, nicht mit dem vergleichen, wie es dann mit der Klimawährung Eco funktionieren würde. Um das Ganze jetzt so detailliert nochmal zu erklären, reicht uns leider die Zeit nicht mehr. Deswegen möchte ich eigentlich, bevor auch Jens nochmal was sagt, den Bogen spannen zu deinem Vorschlag, dass man das Ganze vielleicht wirklich mal wissenschaftlich berechnen lässt. Das ist eine ganz tolle Idee. Das versuchen wir natürlich auch schon seit langem zu erreichen, damit das nicht immer nur alles hypothetisch und theoretisch bleibt, was wir da von uns geben. Wir rufen also gerne alle Leute auf, uns irgendwo mit ihrem Netzwerk zu verbinden, uns Kontakte zu empfehlen. Wir versuchen natürlich auch selbst aktiv Hochschulen und wen auch immer anzuschreiben, um da eine Möglichkeit zu bekommen, da wirklich mal ein wissenschaftliches Modell draus zu basteln, damit wir dann auch mal Werte haben und Zahlen haben, mit denen wir die Leute überzeugen können und das nicht einfach nur so ein hypothetisches, theoretisches Konstrukt bleibt. So, Jens, du wolltest auch noch. Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass der CO2-Gehalt, der beim Verbrennen von einer Tonne Kohle entsteht, dass der absolut bekannt ist und überhaupt nicht interpretiert werden muss? Wenn es nur um die Verbrennung von einer bestimmten Menge von Kohle geht, kann man sich darauf noch einigen, wobei es natürlich da auch drauf ankommt, was ist das für eine Kohle? Die Heizwerte natürlich von Kohlen sind unterschiedlich, von Öl sind unterschiedlich, von Gas sind unterschiedlich. Das haben wir ja gezeigt. Prinzipiell, ja, klar.
Deswegen gibt es ja eben dieses CO2-Äquivalent. Der Eco ist eben in der Lage, jegliche Emissionen, ob die jetzt aus Braunkohle, Steinkohle oder aus Erdöl oder sonst woher kommen, eben darzustellen, weil man alles eben als CO2-Äquivalent dann darstellen und berechnen kann. Und ab der Förderung, werden diese Werte mitgeschleift durch die komplette Kette. Genauso wie mit Geld. Es muss ja auch niemand staatlich kontrollieren, wie ein wirtschaftlicher Preis von einem Endprodukt zusammenkommt. Der Eco verhält sich nahezu analog zu Geld, mit Ausnahme, dass er nicht mit Profit beaufschlagt ist. Aber ansonsten bilden sich die Preise anhand von Aufsummieren der Eingangsgrößen und Teilen durch den wahren Ausgang. Mehr ist es nicht. Und niemand kann sich dieser Eco-Rechnungen entziehen, weil das ein fester Bestandteil jeder zukünftigen Rechnung ist. Deswegen ist das eine lückenlose Abbildung und eine transparente Darstellung, weil wir als Verbraucher eben diesen Eco-Wert an jedem Produkt, an jeder Dienstleistung ablesen können. Und dann im Endeffekt wissen, wie viel CO2 oder CO2-Äquivalent, weil wir ja sagen, es gilt auch für andere Treibhausgase, steckt denn jetzt tatsächlich in diesem Produkt, was ich kaufe. Und nur so kann ich mich dann eben auch ganz proaktiv für die klimafreundlichere Variante entscheiden, wozu ich heute überhaupt nicht in der Lage bin. Wir wollen komplett weg von dieser üblichen Bilanzierung. Also wenn ich jetzt mal diesen Scope 3 als Standard nehme, der ist dermaßen aufwendig und trotzdem immer falsch. Das kann und will keiner bezahlen, immer wieder seine Wertschöpfungskette bilanzieren zu lassen. Und wenn ich nur eine Kleinigkeit ändere, muss ich es wieder neu bilanzieren. Und genau das ist bei dem Eco komplett anders. Weil wenn ich andere Eingangswerte habe, bekomme ich automatisch auch andere Preise an meinem wahren Ausgang. Außerdem ist durch den Eco ausgeschlossen, dass die Industrie eben ihre Preise schön rechnet. Ne? Wenn ich selbst als Hersteller von Waren meinen eigenen CO2-Fußabdruck bilanziere, dann habe ich da viel eher die Möglichkeit, irgendwo was zu schönigen und gut und positiv darzustellen, als wenn ich eben diesen Eco verpflichtend bezahlen muss an meine Vorstufen und ihn dann aber auch von meinen Konsumenten wieder reinholen muss, damit ich eben 0 auf 0 mit meinen Rechnungen bin. Ich habe doch schon gesagt, dass die Zuordnung, die ihr als lückenlos und interpretationsfrei formuliert habt, dass die in der Praxis nicht geht. Und das kommt noch dazu, das hat der Peter vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch weltweiten Handel gibt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr meint, das System müsste man dann, wenn man es einführt, schon zumindest mal EU-weit einführen. Ja, selbstverständlich. Aber selbst wenn es EU-weit eingeführt würde, gäbe es noch genügend Handel mit anderen Staaten, die diesen Eco eben nicht haben. Und dann ist immer die Frage, woher weiß ich, ich muss bei jeder Banane, bei jeder Schraube, bei jedem einzelnen Produkt, was ich importiere, müsste ich dann wissen, wie viel CO2 da letztendlich dahinter steckt. Das müsste ich noch wissen. Das müsste sozusagen die Klimabank dann noch mit integrieren, zusätzlich zu den fossilen Importen, die es gibt. Wir können ja gerne noch mal eine Session machen, wo wir uns ausschließlich um Importe und Exporte konzentrieren. Denn es gibt natürlich Antworten darauf, wir haben das definiert, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber mal ganz kurz, auch dieses Problem hat die EU erkannt, dass nämlich die innereuropäischen Bestrebungen im Klimaschutz konterkariert werden durch billige, aber fossil hochbelastete Importe, sagen wir mal aus China. Ja. Deswegen will man ja 2026 eine Art CO2-Zoll einführen. Und bei diesem System muss man genauso jeden Warenimport bilanzieren bezüglich des CO2-Gehalts. Also von daher wollen wir da gar nicht mal so viel was anderes. Bei unserem System wird aber sichergestellt, dass dieses Gesamtemissionsbudget, was man festgelegt hat, eben nicht überschritten wird, weil alle Waren, die als Export zu uns kommen, die werden ja an dieses System adaptiert, sodass also trotzdem dieses Maximum an Eco, die man ausgeben möchte, nicht gesprengt wird. Und deswegen sagen wir, dass man eben mit diesem System wirklich ein Klimaziel erreichen kann.
im Gegensatz zum heutigen System. Durch die begrenzten persönlichen Budgets kann auch bei Importen von anderen Ländern niemand innerhalb dieser Ressourcenwährungsunion über sein persönliches Budget leben, weil auch Importe müssen mit dem persönlichen Eco bezahlt werden. Okay, man kann ja, also es glaube ich, es führt jetzt nicht sehr weit, wenn wir über diese Details noch weiter diskutieren. Für mich wäre der entscheidende Punkt tatsächlich, das mal auf einer wissenschaftlichen Basis wirklich zu modellieren und zu gucken, was sagen Leute, also ich bin Physiker, ich bin kein Ökonom und schon gar kein Makroökonom. Ich kann sowas nicht interpretieren, wie sich etwas auf eine gesamte Volkswirtschaft, auf eine Weltwirtschaft auswirken würde. Dazu braucht man Leute, die klein bisschen mehr über den Tellerrand gucken können, als wir das können. Und das wäre meine erste Forderung, dass man das in einem Rahmen diskutiert, wo ja vielleicht möglicherweise Fragen gestellt werden, an die wir im Moment noch nicht einmal denken, weil wir diesen Horizont gar nicht haben. Und deswegen finde ich den wichtigsten Punkt, das weiterzutragen, also eure Idee weiterzutragen zu Leuten, die sich möglicherweise mit ähnlichen Sachen schon mal befasst haben. Ich weiß nicht, was in diese Richtung schon diskutiert wurde. Es gab sehr, sehr wenige Vorschläge bisher, die so ein persönliches Budget vorgeschlagen haben auf der internationalen Ebene. Aber wenn es die gibt, beziehungsweise wenn es auch die Kritiker gibt, die dann sagen, aus welchen Gründen das ihrer Meinung nach nicht funktionieren könnte oder sollte, dann müsste man diese Diskussion, die müsste man aufspannen. Aber wenn wir jetzt hier mit unserem begrenzten Wissen sozusagen uns für was einsetzen, ich wüsste auch gar nicht, auf welcher Ebene ich das einsetzen kann. Die Stadt Taunusstein kann das nicht einführen und wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die auf einer europäischen Ebene sowas vorantreiben würden. Also wenn, braucht es starke Partner, die kompetent sind, die eine Autorität haben und die überzeugend darlegen können, dass das ein funktionierendes System werden könnte. Das wäre der nächste Schritt. Aber das können wir hier nicht machen. Da erzählst du uns nichts Neues. Deswegen machen wir ja diese Veranstaltung, um eben dieses Konzept zu streuen, um auch Menschen zu erreichen, die dann auf uns zukommen und sagen, hey, das ist eine tolle Idee, ich möchte euch da unterstützen, ich habe Kontakte und wie kann ich euch helfen? Deswegen machen wir das. Jo, danke schön trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, den einen oder anderen konnten wir abholen. Wenn nicht, fänden wir es klasse, wenn ihr nochmal außerhalb von diesem Forum auf uns zukommt. Wir können das gerne noch beliebig lange weiter diskutieren. Schön. Dankeschön. Ja, macht's gut. Ja, vielen Dank an euch. Einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss.